Hallo Leute, heute mal ein Unboxing-Video von der neuen Harley Benton. Bezeichnung Harley Benton Fusion T-EMG HT Roasted SBK. Die Specs könnt ihr auf der Thomann-Seite euch anschauen. Nicht schlecht. Besitze schon zwei Gitarren von Harley Benton mit diesen EMG Pickups. Die sind schon richtig gut. Was haben wir hier noch? Locking Tuner. Die sind auch richtig klasse. Naja, ihr seht es ja selber. Schauen wir mal. Hat ein bisschen gedauert mit der Bestellung, weil die noch in der Qualitätssicherung war. Schauen mal, ich bin gespannt. Sieht ein bisschen doof mit einer Hand, aber ich auch noch filmen muss. Wir schauen mal. Der Postbote hat das Ding natürlich jetzt gleich eben noch mal fallen lassen draußen. Aber ich denke, da ist nichts passiert. So. Übliche Gebimsel hier. Schauen wir mal. So. Es ist etwas schwierig mit einer Hand. Also entschuldigt das Verwackelte hier. Ich werde das nachher noch ein bisschen schneiden. Dann wollen wir mal gucken. Okay. So. Was haben wir hier? Schon mal ein Qualitätssicherungsbimsel hier. So. Ich hoffe, man kann das sehen. So. Okay. So. Was super ist, die Brücke. Diese kleinen Madenschrauben. Wenn man eine tiefe Seitenlage einstellen will, dann kommen die nicht so weit raus, dass man sich den Handballen aufreißt. Das habe ich nämlich vorher gehabt bei einer Squire, auch T-Style. Die habe ich dann niedrig eingestellt und dann kamen die Madenschrauben so weit raus. Fürchterlich. Habe ich wieder zurückgeschickt. So. Ja, Bünde nicht poliert. Das kratzt, man hört es, glaube ich. Ja, hier sieht man so ein bisschen, naja, da haben sie ein bisschen gefuscht hier. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Da siehst du natürlich jeden Fettfleck drauf. So, mal gucken hinten. Hier die Locking Tuner. Made in Indonesia wahrscheinlich. Wie alle Gitarren von Harley Benton. Der Hals ist schick. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir machen gleich mal einen Soundcheck. Bis gleich. So, ich habe sie jetzt angeschlossen. Hier nochmal
Blick. Ich weiß nicht, ob man das da, den einen Reiter hier, den hier, der sieht komisch aus. Auf der einen Seite ist er so ein bisschen zu lang, weiß nicht, ob man das sehen kann. So, gut, aber naja, aber ansonsten, außer dass die extrem kratzen, also nicht poliert sind. Gut, das gibt sich mit der Zeit oder man poliert halt selber ein bisschen. So, das Ganze habe ich an meinem Helix Stomp angeschlossen. Tja, gucken wir mal. Clean Sounds, glaube ich, bei so einer Gitarre ist ja wurscht. Ne? Der Sound ist nicht schlecht. Was soll ich sagen? Also die Brücke gefällt mir hier richtig gut. Die habe ich auch schon bei den Chapman-Gitarren, habe ich die auch schon gesehen. Schon eh alles das gleiche. Seitenlage super. Total flach. Schön eingestellt, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Boah, das kratzt. Mach mal, spiel mal einen Song dazu. Mal sehen, wie das im Mix klingt hier.
Ja, gut, die Bünde werde ich ein bisschen polieren, weil das stört tatsächlich ein bisschen. Aber ansonsten, erster Eindruck. Nicht. Ja, ist nicht schlecht. Ich werde die jetzt mal ausgiebig testen am Wochenende und dann. Sie riecht etwas. Etwas geröstet tatsächlich. Aber sonst gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Du. Und dann, ich melde mich wieder. Ciao, ciao.